Wir sind auf der Gamescom 2019 und ich habe hier den Jens-Uwe Bahr bei mir. Er ist von der Initiative für den Game-Standort Schleswig-Holstein. Hallo Jens. Hallo, moin. Was ist das für eine Initiative, für die du unterwegs bist und was sind die Probleme, die sich in Schleswig-Holstein für den Game-Standort stellen? Also wir setzen uns für den Game-Standort Schleswig-Holstein ein. Das heißt, wir machen Meetups, wir organisieren Game-Jams und wir setzen uns einfach auch dafür ein, dass die Meinung von der Games-Branche ein bisschen dem wahren Bild mehr entspricht. Was ist ein Game-Jam? Ein Game-Jam? Ein Game-Jam ist ein Hackathon, wo innerhalb von 48 Stunden Spiele entwickelt werden, meistens zu einem Thema. Oft sind das Wettkämpfe und es ist dann so ein kleiner Wettbewerb. Wir sind allerdings eher dabei, das offen zu gestalten und sagen, wir wollen da kollaborativ alle zusammenarbeiten und Spiele entwickeln. Warum ist sowas für ein Land wie Schleswig-Holstein wichtig? Wir stehen in Schleswig-Holstein noch so ein bisschen am Anfang, was die Spieleentwicklung angeht. Wir haben ein paar Entwicklerstudios, das kann man allerdings noch an so ein, zwei Händen abzählen. Und wir brauchen einfach Nachwuchs. Wir brauchen neue Studios, die sich gründen. Und wir wollen auch Studierenden zeigen, dass es möglich ist, Spiele zu machen und dass es einfach ist, Spiele zu machen. Und dafür ist ein Game Jam natürlich gerade gut, weil sie dann einfach kommen, ein Wochenende lang ein Spiel entwickeln und da rausgehen und sagen, hey, ich habe echt was geschafft, ich kann hier was auf die Beine stellen und ich habe ordentlich was dabei gelernt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es gut ankommt. So, was sind so die nachhaltigen Initiativen, die ihr euch eigentlich noch wünscht, dass sie passieren, um Schleswig-Holstein da voranzubringen, zu stabilisieren im jetzigen Bemühungen? Also, das Wichtigste wäre wahrscheinlich eine Games-Förderung, die jungen Entwicklern einfach ermöglichen würde, was aufzubauen und vielleicht auch sich auszuprobieren und nicht am Anfang so jeden Cent dreimal umdrehen zu müssen. Und vielleicht auch, um dann Anschluss zu finden an die Bundesförderung. Also wir haben ja jetzt dieses Jahr eine deutschlandweite Förderung für Spiele, aber manchmal ist es so, dass Leute aus Schleswig-Holstein noch nicht so wirklich befähigt sind, daran zu partizipieren, weil das nur einen Teil der Kosten abdeckt. Das heißt, alle Möglichkeiten, um Leute zu befähigen, in Schleswig-Holstein gut Spiele zu entwickeln, wären für uns super interessant. Ja. Cool, ich finde es toll, was ihr macht und ich finde es auch gut, dass es offensichtlich Wege gibt, was man da erreichen kann oder wie man voranschreiten kann, eben politisch und sowas. Von daher vielen Dank.